Leute, was geht? Ist gerade keine Ahnung, wie viel los ist. Also lasst uns zocken. Wir zocken wieder weiter mit Sims 4. Mit einem neuen Part. Jetzt sieht es aus. Was? Luisa hat die Computerfähigkeit an Computer, Tablets, Motion, Gaming, Ausrüstung und sogar am Telefon weiter verbessert. Wuhu. Aber jetzt würde ich sagen, ich schlage mal langsam für die... Oh, die muss schlafen gehen. Für die beiden hier eine Karriere ein. Weil das ist ja hier der Geek-Freak, also der Computer-Freak. Oh, habe ich ja schon einmal gemacht. Ja, Sims Forever brauchst du jetzt nicht spielen. So, das wird dann hier unser Technik-Guru. So, um 10 Uhr fängt es an. Und ich würde sagen, was hat sie nochmal? Essenz des Geschmackes. Dann würde ich sagen, sie wird eine Köchin. Also würde ich sagen, das passt irgendwie. Und die muss jetzt erstmal schlafen. Leckermaul. Ja. Um 16 Uhr. Jetzt ist sie auch müde. Schlafen. So, jetzt gehen erstmal beide schlafen. Oh, die hat ein eigenes Bett. Total vergessen. Lumina. Ich muss sagen, ich habe schon längere Zeit kein Sims 4 mehr gespielt. Dafür kommt es jetzt mal wieder. Boah, die Zeit hier. Isabelle ist ein fröhlicher Sim. Fröhliche Sims sind häufig glücklich. Glücklich. Ja, und das ist jetzt wie spannend oder so? Verstehe ich nicht. Hi, bist du aufgestanden? Aber du hast Hunger. Das räumst du aber erstmal auf und dann kochst du ein wenig. Na, was willst du denn essen? Machst du mal Rührei. So früh am Morgen ist Rührei. Die hat auch Hunger, das ist toll. Aber dafür gehst du erst mal auf Klo. Sorry. Wer ist das dann? Bei Angela entschuldigen. Beide haben Hunger. Deswegen sind beide gerade unwohl. So, wie sieht das denn aus? Das sieht aus wie einfach so eine Brühe. Das ist doch kein Rührei. Ja. Direkt verbrennen lassen. Also wirklich. Nee. Ist das der hier ernst? Es gibt jetzt Rührei. So, du kannst das aufräumen und dann Gericht nehmen. Jawohl, die knallert wieder neues Essen machen. Das geht doch mal gar nicht. So, nach dem Essen kann die mal hier auf Klo. Was soll die denn machen? Programmieren üben?
Sportsendung ansehen und jemanden umarmen. Ja, Luise, du hast dieses Essen gemacht. Es ist nicht Dings hier schuld. Isabelles schuld, sondern deine eigene. Wir haben 4000, dann kaufe ich mal für uns hier im Game. Etwas Musik. Hey, wieso räumt das nicht weg? Sie, was muss sie dreimal ge Geschirr abwaschen? Okay. Das muss sie für ihren Job machen. Was muss sie machen? 4 Stunden Videospiel spielen. Ja, schlechter Nachgeschmack. Komm, ich spiel jetzt mal Sims spielen. Also Sims Forever. Sims Forever. Luisa muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Da ist gerade ein Auto vorbeigefahren. Das habe ich hier gerade gesehen. Das ist das erste Auto, was ich jetzt gesehen habe, was hier vorbeigefahren ist. Vorher habe ich gar kein Auto gesehen. Sorry. Jetzt ist hier auch wieder unwohl. Ah, mit dem schlechten Essen, ey. Ich wollte gerade sagen, aus der Entfernung plaudern die miteinander. Können die sich nicht mal anziehen oder so? Oder müssen die... So, sie muss gleich zur Arbeit, dann kann sie mal aufhören zu spielen. Wird die halt nicht direkt beim ersten Mal befördert, aber sie kann jetzt mal aufhören zu spielen, damit sie gleich zur Arbeit pünktlich gehen kann. Guck, sag ich doch. Pünktlich zur Arbeit gehen, das ist immer gut. Keine Post. Wie sei es bei der Arbeit? Wie gesagt, ist zur Arbeit. So, was machst du denn jetzt Schönes? Sims... Joa, warum spielen denn alle Sims Forever? Das sieht ein bisschen so aus wie das... Ey, geh mal kurz weg. Wie das Sims 2, glaube ich. Was ist jetzt los? Hände waschen, aha. Also wirklich so, das sieht so aus wie Sims 2, aber ich glaube jetzt nicht, dass es das Sims 2 ist, sondern einfach nur eine ältere Version, der einfach so drauf gemacht. Du räumst jetzt erstmal das hier auf, bevor du chattest. Kannst du schon... Was ist das denn? Ah, brunchen. Dann kannst du erstmal für so ein Macaroni und Käse, machst du mal. Für später, wenn sie wieder nach Hause kommt. Heute ist Donnerstag im Spiel und man muss ab. Oh, heute hat sie frei. Das ist gut. Comedy kochen, Videospiel. Uch, immer das Falsche. Was ist das denn hier? Höhere Level der Kopffähigkeit erreichen.
Macaroni mit Käse. Was ist das denn? Fünf ausgezeichnete Mahlzeiten zubereiten. Fünf große Grillkäsebestellung zubereiten. Ein Gericht. Nee, du kannst ja schon mal was essen. Und dir würde ich sagen, du fleißig arbeiten. Sozial hast du nicht. Du musst mal mit jemandem reden. Mit wem redest du denn? Mit dem alten Sack hier? Nee, das ist... Oh, das ist gar kein alter Sack. Die Jungen ab! Wenn die zu Ende gegessen hat, kann sie hier rüber mal gehen. Oh. Naja, geh's mal ran. Ich will nur plaudern. Glücklich werden. Geht ja schnell. Was? In 9 Stunden. Danach gehst du... mal hier hin, zu dem Haus. Vielleicht wohnt da jemand. Neue Leute, meine neue Freunde kennenlernen, ist gut. Arvini, Bouchard Kumiao. Halibrev. Yebs. Pilarga Zakuni. Sensen Gorge. Wixana Zarspa. Usanet Pandole. Auf jeden Fall. Sie war, sie ist nicht... Was jetzt? Ah, ich weiß. Reisen. Launen werden kalibriert. Einführungsfilme werden gedreht. Mikroskope werden eingestellt. Frösche werden versteckt. Wieso? Wieso werden die schönen Frösche versteckt? Tortenmenüs werden gebacken. Fensterläden werden verschraubt. Zum Fettnapf. Oh. Es scheint niemand zu Hause zu sein. Das ist cool. Aber ihr könnt durchs Fenster gucken, da ist ein Bett. Auf jeden Fall, da wohnt jemand drinne. Aber es ist niemand zu Hause. Können wir in den Garten? Was ist das denn? Backen. Klassische Vanilletörtchen. Wieso denn nicht? Einfach mal im fremden Haus was Schönes backen. Macht doch jeder so heutzutage. Da. Entschuldigung. Ja, stell's auf den Boden. Müll wühlen. Malst du mal ein großes Gemälde? Musterbeispiel umstellen. Oh. Ah, ich kann das so mit Tastatur. Ich lasse aber mal diese Geschwindigkeit. Was macht die denn jetzt noch? Die braucht aber sehr lange, um diese scheiß Törtchen zu essen. Egal, passt jetzt fertig. Gehen wir, geh's einfach mal malen. Was, mal gucken, was du so Schönes malst. Oh. Ist aber groß. Dank ihrer neuen Malereifähigkeit kann Isabel wunderschöne Leinwand...
Kunst kreieren. Je höher der Fähigkeitenlevel, desto fortschrittlichere Muster kann sie malen. So, boah. Du hast eine Idee? Ja, was malst du Schönes? Aber psch, sag das keinem, wir sind gerade in ein Haus eingebrochen. Na, eingebrochen nicht, aber in den Garten einfach so. Es zählt trotzdem noch zu einem Grundstück von denen, aber das weiß doch noch keiner. Ich frage mich, wann die Luisa wieder zurückkommt. Der hat bis jetzt eine kleine Ecke fertig gemacht. Das sieht auf jeden Fall so aus wie Bäume da. So eine Art. Auf jeden Fall Baum. Die hat ihre Arme verloren. Oh oh. Ah, jetzt nimmt das Bild Gestalt an. Jetzt ist so die Frage trotzdem, was das sein soll. Irgendwie irgendwas mit Bergen? Was ist denn das? Nee, ich weiß, ich kann es nicht sagen, was es ist. Ich weiß es nicht. Ist es fertig? Verkaufen wir das mal. Echt jetzt? Im Internet surfen? Im Internet surfen? Oh. Zurück nach Hause. Das ist unser Zuhause. Jetzt muss erstmal geladen werden, wie immer. Weil sonst geht das ja nicht. Oh mein Gott, ey, so früh hang ich noch nie am PC. Ich muss auch sagen, ich bin gerade erst aufgestanden und dachte mir so, dann nehme ich mal jetzt eine Runde Sims 4 auf. Mal gucken, was das so ergibt. Habe ich mir so gedacht, auch so, komm, ich muss mal eine Karriere suchen jetzt für die beiden, damit ich auch etwas Geld verdiene. Und auch wieder was zum Hochladen habe, ist ja klar. Luisa ist ein Geek. Diese Sims müssen spielen und sind wegen ihrer geborenen Wissens gut im Aufspüren seltener Sammelobjekte in der Spielwelt. Du bekommst gerade Spaß. Jetzt geht's zu chatten. Mülleimer leeren. Was willst du noch alles machen? Wir machen dann mal zuhören. Wir haben mal Blues. Nein.
Was macht die denn da? Was holt die denn? Das sieht so aus, als würde sie unter dem Teppich greifen und was rausholen. Komm, wir holen was aus dem Teppich raus. Oh. Zeig deine Moves, ja Isabel. Doch nicht diesen Move. Ich dachte so jetzt richtig abrocken und so. Aber da kommt da sowas. Den Teppich aus dem Bodenkratzer. Den Teppichbodenkratzer, genau. Wieso müsste ich immer wieder die Hände waschen? Jemanden chatten. Alter, da müssen wir mit jemanden chatten. Webni. Chatten mit der hier. Das kann dann weg, dann chatten wir mit der einen da. Damit wir die dann wieder aus dem Roten rauskriegen. Inspiriert werden. Ah, sie ist wieder zu Hause. Hallo Lisa. Du hast ein bisschen Hunger, sehe ich gerade. Kannst ja Macaroni und Käse holen. Sieht bestimmt total lecker aus und kannst auch gut essen. Danach, nach dem Essen, kurz auf Klo, dann die Hände waschen. Geht es jetzt wieder plus? Ja, so wie es aussieht schon. Zarb Samso, quink. Oh, jetzt muss ich niesen, ne? Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Boah, meine Nase hat gerade so gejuckt. Als müsste ich so niesen, so. Mann, nee, das kenne ich nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Sie ist wieder glücklich. Ich will Computerspiel spielen und jemanden kennenlernen. Die hat auch jemand eine, die sie nicht mögen. Also die nicht zusammen so mögen sich gegenseitig. Es ist toll. Es ist super. Sigluna Piyun. Clevete Bors. Finia Payfim. Skumpa. Batanabi. Kannst aufhören zu schätzen. Gucken, ja, es ist relativ. Kannst du schon mal zu Abend, also Abendessen servieren? Grillkäse. Sie kann noch zu Ende essen, dann wie das hier alles steht. Und danach Videospiel spielen. Nee, doch nicht Sims 2, wir machen Big Lock. Big Lock. Ja, gesagt, ist viel besser. Oh, die räumt sogar hier auf. Oh, das ist aber sehr nett. So, jetzt kannst du Grillkäse machen. Und danach musst du mal auch aufs Klo. Abspielen, los. Machen wir automatisch alle Lichter. Damit wir nicht so viel Strom verbrauchen. Weil natürlich schieße, wenn man so viel Strom verbraucht, weil das kostet ja alles Geld und so. Wir haben ja noch nicht so viel. Oh. Da brennt unser Sim. Ach du Scheiße. Oh, Ninip Quarb.
Das ist toll. Toll. Die sollte da nur kochen. Los. Luisa, mach den Boden sauber. Da ist auch noch knallharten Brand. Da brennt's auch noch knallhart dann. Isabel, was machst du denn nur? Knallhart lässt sie das hier anbrennen. Jetzt kriegst du es aber hin mit dem Kochen. Nee, erstmal, genau. Schlafen noch nicht. Ich glaube, wir ändern kurz mal den Fernseher. Den hier. Ah, das ist ein Wandfernseher. Wie kostet der denn? Ne, das ist zu viel. Ach, geht der hier. Wie viel mehr Spaß haben und so. Was ist das denn? Kriegt die Comedy-Fähigkeit hoch. So. Selbstsicher. Sich selbst im Spiegel bewundern. Das geht gerade nicht, dass sie gerade auf Dings. In der Dusche. Ah ne, wir haben ja Spiegel hier. Danach kannst du weiterspielen. Ein bisschen Erfahrungspunkte. Okay, sie wird langsam müde. Um sie wieder runterzukriegen, wegen angespannt. Was macht die denn jetzt? Huh? Zombo, Clone, Zorbol, Takiboo! Oh. Wir haben leider keine Badewanne, sonst würde ich sagen, geh baden, aber... Rapna, Momp, Larkin, oh, Lenf... Oh! Jemanden umarmen. So, jetzt haben wir es wieder hingekriegt. Ihr geht es wieder gut. Angespannt, weil Feuer gelöscht wurde. Wieso angespannt? Nein! Ah, egal. Die muss jetzt sowieso auch schlafen. Muss ja auch morgen zur Arbeit. Stufenaufstieg. So. Können wir jetzt aufhören zu labern? Oder so? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Die müssen ja beide nur morgen arbeiten, aber das interessiert doch keinen. Ist doch egal. Lass weiterreden. Befallen Narbel. Then that. Yibs.
Comedy-Fähigkeit Level 2. Waga Frouge. Warba Quest. Arvani. Busharp Kumiao. Wie lange wollt ihr denn noch plaudern? Das reicht jetzt mal langsam, wir müssen morgen arbeiten. Ah, Chilu. Das ist gut, jetzt geht ihr endlich ins Bett. So, ich guck mal auf den Timer. Oh, wir haben schon 30 Minuten. Ich würde dann sagen, haut da rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play, Let's Creeps oder egal was auch kommt. Dann ciao, haut rein, Leute. Und tschüss. Habe ich jetzt auch schon so oft gesagt mit dem Tschüss. Aber egal, nochmal. Ciao.